Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Decades Challenge. Ja, es ist leider schon wieder eine ganze Weile her. Das liegt größtenteils daran, dass es mir gesundheitlich halt oft nicht so gut geht, dass ich dann auch nicht aufnehmen kann. Jetzt hatte ich auch gerade wieder so eine Woche, wo eigentlich praktisch nichts ging. Ja, aber jetzt bin ich wieder da, voller Elan. Ich habe ein bisschen ohne euch weitergespielt, weil das meiste ist halt einfach nicht so interessant, wie Beatrix immer die Wäsche wäscht oder sich der gute Edward immer nur um den Hof kümmert oder so um die Pflanzen. Weshalb ich jetzt ein bisschen ohne euch weitergespielt habe. Aber ja, sie spielt am imaginären Computer. Ich wollte jetzt trotzdem nicht mehr zu lange warten, denn sie kommt schon bald ins dritte Trimester. Und ja, wir schauen mal, was heute so auf uns zukommt, oh, beziehungsweise auf die beiden hier. Sie läuft auf jeden Fall auch schon sehr schwanger herum. Ja, ich bin einfach immer ein bisschen in Sorge wegen ihrer. Wie sie, wenn ich reden könnte, wegen ihrer Werte, weil ich ja den Miscarriage-Mod drin habe. Genau. Und ja, sie sollte auch wirklich mal mit jemandem ein bisschen reden. Dann rede doch mit Edward. So, Edward sollte sich mal noch ein bisschen mehr das Vertrauen seiner Tiere erkämpfen. Übrigens, genau, habe ich schon fast wieder vergessen. Vielen, vielen lieben Dank für all die tollen Kommentare unter den letzten Videos. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und auch einen ganz besonderen Dank an die liebe Theresa Kümmerle, die mir schon einige schöne Namen für Kinder unter die Kommentare geschrieben hat und auch für die Tiere. Und bei der Kuh hat sie vorgeschlagen die Edith. Und bei den Hühnern haben wir jetzt hier einmal den Herbert. Dann habe ich, sie hat Fred geschrieben. Ich habe jetzt daraus einfach Frieda gemacht, weil wir nur ein Hahn haben. Und irgendwo sollte noch die Bertha sein. Auf jeden Fall dir da vielen herzlichen Dank für die tollen Namensvorschläge. Ich würde mich generell riesig darüber freuen, wenn ihr mir Namensvorschläge in die Kommentare schreibt für die Babys. Am besten so welche, ja, ein bisschen altertümlicher. Und ich bin eher gerade so auf den englischen Namen. Also schreibt da gerne was rein. Das fand ich jetzt gerade nicht so toll, oder wie? Och, ich finde die Interaktion mit den Kühen so niedlich. Also mit allen Tieren. Edith streicheln, umarm sie nochmal, wenn sie das zulässt. Fragen, wie Kühe Milch produzieren, ja, mach das mal. So, und sie hat hier immer noch Wäsche zu erledigen. Können wir dich jetzt melken oder findest du das nicht so eine. Gut, sie verstehen sich ja eigentlich schon recht gut, das sollte doch gehen. Los, melken wir die liebe Edith. Na, sie hält zumindest still. Er trifft nur nicht wirklich den Kessel, aber das hat ja in Sims sowieso noch nie wirklich jemanden interessiert. Oh, und das habe ich auch vergessen. Wir haben ein kleines Küken bekommen. Der hat jetzt noch keinen Namen. Könnt mir gerne noch welche schreiben. Mal schauen. So, du musst dich hier jetzt auch noch. Nein, wir sind Pflanzen verwelkt. Das kann doch nicht sein. Ich habe immer geguckt. Außer jetzt, keine Ahnung, vielleicht mal 5 Minuten nicht. Komm schon. Ah, jetzt ist auch noch die Spüle defekt. Reparier das mal bitte. Der Kessel ist kaputt. Und die Arme hier muss putzen und putzen und putzen. Es tut einem schon ein bisschen leid, muss man sagen. Aber ja, nun, man kann nicht alles haben.
So, ich schicke Edward mal noch ein bisschen zum Angeln. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Fische können wir auch immer brauchen, um was zu kochen. Und sie hat schon wieder total Hunger. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es an der Schwangerschaft liegt oder ob die generell einfach so schnell Hunger haben. Ob es an dem Mod liegt, den ich da fürs Essen. Keine Ahnung. Ich finde nur, sie hat immer so extrem schnell Hunger. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja, momentan reicht es leider nur für den Pottage. Alles andere wäre, glaube ich, auch viel zu groß, was sie sonst kochen kann. Aber na gut. Lassen wir uns nicht stören von. Und lassen die Gute kochen. Also kochen kann sie auf jeden Fall. Und es bringt ihr Spaß. Ich habe jetzt nämlich, um das Ganze dann doch ein bisschen einfach zu machen, ausgewählt, was sie für Vorlieben haben. Und bei ihr eben zum Beispiel kochen, stricken und so weiter, dass sie trotzdem auch Spaß bekommt. Sonst ist das irgendwie schier unmöglich, finde ich. Und bei Edward habe ich dann so ausgewählt, eben, dass er Kochen nicht mag, in der Hoffnung, dass er dann nicht selbst auf die Idee kommt zu kochen. Und dafür so Angeln und so auf seine Favoritenliste gepackt. Genau. Und die zwei können den Abend zusammen noch ein bisschen genießen. Schön. Auch wenn es kalt draußen ist. Ich weiß gar nicht, welche Jahreszeit ich eingestellt habe. Ich glaube aber nicht Winter. Ja, wahrscheinlich Frühling und dann wird es bald bestimmt wieder warm. Oh, was wollte er denn jetzt? Sie wollte es auf jeden Fall nicht. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber ihr könntet euch ja echt mal noch ein bisschen unterhalten. Genau. Sag ihr mal, wie toll sie gekocht hat. Ja, die gute Beatrix ist gerade aufgewacht. Herzlich willkommen im Jahr 1551, genau. Wir haben nämlich jetzt 4 Tage gespielt, das heißt, wir sind jetzt im neuen Jahr. Und oh, ich bin aufgeregt, das heißt, die Babys kommen auch bald und die sind dann von 1551. Ja. Ah, ich freue mich riesig auf die Kiddies. Es wird zwar sehr anstrengend, habe ich das Gefühl, weil sich nur die Beatrix drum kümmern kann. Aber ich glaube, es wird auch Spaß machen irgendwie. Also es kommt halt nochmal so ein bisschen was dazu, wo man sich mit beschäftigen kann. Und das finde ich nie was Schlechtes. Muss ich ehrlich sagen. Das können wir sicher gebrauchen, auch wenn es anstrengend wird. Und ich hoffe natürlich, dass wenn es ein Baby oder mehrere ist, dass sie überhaupt überleben. Das wäre schön. Yay, über Plopsi versenden. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ich das dann wirklich weiterhin mache. Eigentlich gibt es ja sowas wie Plopsi gar nicht. Ihr könnt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was findet ihr? Findet ihr, ich sollte das nicht machen? Dann werde ich das zukünftig unterlassen oder wenn ihr sagt, ach doch, ist doch okay, stört uns nicht, ja, dann werde ich das wahrscheinlich weitermachen. Genau, schauen wir mal. So, er hat hier wieder jede Menge zu tun. Viehstall säubern. Den Hühnerstall auch säubern. Die Eier einsammeln. Futter in der Nähe verstreuen. Ja, so ein Hof macht sich nicht von alleine. So, Beatrix stickt jetzt mal ein bisschen. Das bringt ihr Spaß. Da bin ich ganz froh drüber, dass das so gut funktioniert. Ja, und da ist halt dann auch die Frage, wie verkaufen wir das am besten? Das ist. Oh. Das hat's wehgetan. Ja, wie wir das halt am besten verkaufen, dass es nicht irgendwie. Was ist sie schon fertig? Ach so, die Finger tun jetzt weh, na dann halt nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß gerade selbst nicht so ganz, wie wir das am besten machen. Schauen wir mal. Oh nein, hier ist mal wieder eine Leine kaputt gegangen. Das kann er ja reparieren. Er ist schließlich der Handwerker im Hause.
könnten auf jeden Fall heute mal wieder auf den Markt gehen und einiges verkaufen. So, ich habe jetzt da mal das Gemüse ein bisschen aussortiert und das wäre dann das, was wir auf dem Markt verkaufen gehen könnten, hätte ich jetzt mal so vorgeschlagen. Dann gehen wir nämlich mit Edward gleich mal zum Markt. So, da sind wir jetzt im Dorf mit dem guten Edward und werden erstmal schauen, was wir verkaufen können und ob wir eventuell neue Sachen kaufen können. Das schauen wir dann gleich mal. Aber zuerst versuchen wir zu handeln. Du bist ein hartnäckiger Fall, weißt du was? Ich gebe dir auf alle Sachen auf diesem Tisch. Okay. Dann hier geben wir ihm mal Milch. Die Frollen geben wir ihr auch. Paar Karotten, sagen wir mal. Ja. Ach, wir geben jetzt mal alle. Das ist schon okay. Und Erbsen geben wir auch alle. Die Pilze haben wir auch mehr als genug zu Hause. Taro geben wir auch mal. Und dann noch den Vitaldünger zweimal. Perfekt. Und jetzt mal schauen, ob wir noch was kaufen können, das wir noch nicht haben oder so. Keine Ahnung. Ananas. Naja. Okay, machen wir mal Apfel und Birne. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon habe. Die Drachenfrucht. Oh nein, die kostet zu viel. Können wir uns gar nicht leisten. Okay. Hier Granatapfel. Habe ich jetzt grüne Bohnen? Nee, ich glaube, ich habe die Erbsen gehabt. Weiß ich immer nicht mehr. Naja, egal. Wir nehmen mal das mit. Pieksfrucht soll bei. Ich möchte auch keine Schokolade. Spinat, Zwiebeln. Nee, wir lassen es mal da. Und dann gehen wir hier drüben mal noch handeln. Mit der guten Agnes Knautschgesicht. Ja, sie gibt uns auch 25% Rabatt. Schauen wir mal, was sie für uns hat. Haben wir Auberginen schon? Ich sollte mir das irgendwie vermerken. Baldrian haben wir sicher noch nicht. Ich muss das dann auch mal probieren mit den Marmeladen. Vielleicht noch nicht gerade in diesem Jahrhundert, aber ich fände das cool, wenn wir das auch mal probieren. Eisenhut, wir sind doch schließlich abergläubisch, oder war das nicht der Eisenhut, der gegen Vampire half? Ach, was weiß ich. Ich weiß nur, früher war man sehr abergläubisch. Ich nehme jetzt trotzdem mal noch eine Erdbeere. Perfekt. So, dann haben wir ein paar neue Sachen. Ich schaue gerade mal, ob wir hier irgendwo noch was suchen können oder graben. Ich glaube, teilweise gab es da was. Ich kann mich aber auch täuschen. Das liegt alles im Bereich des Möglichen. Ja, ich sehe jetzt gerade nichts. Vielleicht, aber ich denke, manchmal hat es was. Vielleicht müsste ich dafür aber länger warten. Keine Ahnung. Oh, ein Sim, den wir nicht sehen wollen. Nein. Okay, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt wieder nach Hause mit dem guten Edward. So, wir sind wieder zu Hause. Ich muss zugeben, ich hatte noch keine Zeit, die Pflanzen neu zu sortieren. Das werde ich dann irgendwann mal machen. Ich hatte auch gerade nicht so viel Lust drauf, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das ist nicht vergessen gegangen. Das werde ich auf jeden Fall noch tun. Oh, ein kleines süßes Kaninchen. Och, guckt euch doch an, wie knuffig die sind. Ich könnte einfach sterben, wenn ich die sehe. Ich möchte die so gerne knuddeln. Oh Gott, und jetzt ist es da auch noch. Okay, ganz ruhig. Beruhig dich, Becky. Alles kommt gut. So, Beatrix hat für heute alle Arbeit getan und kann sich deswegen nun endlich hinlegen, während der liebe Edward noch ein bisschen Gitarre spielt. Der hat zwar Hunger, Beatrix hat leider aber nicht für ihn mitgekocht. Deswegen muss er jetzt gerade noch ein bisschen Hunger haben, weil er wird wohl ne schlecht kochen. Genau. Aber sie muss jetzt wirklich erstmal schlafen. Sie ist todmüde und ich möchte auch nicht, dass irgendwie das Baby,
in Gefahr kommt. Und es geht nicht mehr lange. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Beatrix ist kurz aufgestanden, hat ihm auch noch eine Schüssel Pottage gemacht. Und ist jetzt wieder schlafen gegangen. Sie ist in den Wehen. Oh mein Gott. Es ist endlich soweit. Dieser Fuchs, der will uns die Hühner klauen. Aber clever. Ja, nicht so clever. Sing ihm mal was vor. Dürfne, Lorenzi, Warble, Speedle, Gat. Gatna, Dem Fuchs, der uns gerade was stehlen wollte, ein Liedchen singen. Ja, natürlich, kann man machen. Süß. Irgendwie süß. Mit einem Fuchs, wat, wat, wat. Oh, wir haben schon ziemlich viel von seinem Bestreben. Mit einem Fuchs, Hasen oder Vogel fünfmal Kontakte knüpfen. Ein Gartenbeet, das haben wir. Besuch die Nachbarschaft Finwick, Old New Hanford und Bramblewood von Hanford on Bagley haben wir auch. Eine Kuh, Huhn oder Lama auf dem Heimatgrundstück kaufen. Ja, dann müssen wir nur noch fünfmal mit einem Fuchs, Hasen oder Vogel anfreunden. Kannst du den mit ihm noch mehr Kontakte knüpfen irgendwie so, you know. Probieren wir das mal. Unsere Frau liegt in den Wehen und wir kümmern uns hier um den Fuchs. Sing ihn dann noch mal vor. Das Baby ist unterwegs, das Baby ist unterwegs. Oh mein Gott. Bekomm dieses Babymäusle. Komm schon. Komm schon. Ja, wir wissen es. Bekommst du jetzt das Baby oder bekommst du das Baby jetzt nicht? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und warum putzt du schon wieder? Komm schon, bring dieses Baby zur Welt. Nein, warum kriegt sie dieses Baby bekommen? Endlich. Oh mein Gott, sie bekommen. Wir bekommen unser erstes Baby in der Decades Challenge und ich hoffe so, es überlebt. Ich würde heulen, wenn das erste Kind gleich sterben würde. Oder sie. So, nein, 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 nein. Und es ist ein Mädchen. Okay, jetzt schaue ich gleich nochmal nach, was für Namensvorschläge da kamen. Für ein Mädchen. Margaret, das finde ich schön. Mag. Mar Margaret. Margaret. Und noch ein Mädchen. Oh mein Gott. Okay. Grace. Nennen wir sie Grace. Zwei Mädchen. Ja. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir würfeln. Ich will nicht würfeln. Oh Leute, ich will nicht. Okay. Es führt kein Weg dran herum. Okay, also wir würfen jetzt zwischen 1 und 20. Wenn die Babys 15, 15 oder 20 würfeln, sterben sie. Wir fangen an mit Margaret. 19, oh mein Gott. Und dann noch einmal für Grace. 11. Beides ganz knapp. Und dann müssen wir aber auch mal noch einmal für die Mutter sozusagen rollen, ob sie überlebt. Und das ist einfach, wenn wir die 1 erwischen. Nein! Beatrix stirbt. Ich habe nur 1 gewürfelt. Oh mein Gott. Ich bin gerade. Was? Oh Gott. Nein. Nicht Beatrix. Bitte nicht Beatrix. Oh Gott. Das heißt, Edward braucht schon eine neue Frau.
Moment, schnell, Leute. Ja, Leute, es führt da kein Weg drumherum. Ich habe die 1 gewürfelt, das heißt für Beatrix, sie hat die Geburt nicht überlebt. Oh mein Gott, ich bin gerade geschockt. Moment, wir packen mal die Babys in die Wiege rein. Was machen wir jetzt? Oh Gott. Ja, Leute, ich bin gerade so geschockt. Ich beende diese Folge hier erstmal. Ich weiß gerade nicht, was wir jetzt tun sollen. Also eigentlich müsste Beatrix jetzt sterben. Ja, wir haben zwar zwei gesunde Töchter zur Welt gebracht, aber sie scheint es nicht zu schaffen. Ja, okay. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.